Servus alle miteinander, hier ist wieder ich und nicht der und wir spielen wieder Super Mario Land 2. Aber heute bin ich nicht alleine, ich habe nämlich einen Gast, eine Gästin, eine Gastinette, einfach einen Co-Kommentator. Nämlich... Hallo. Dragon Diana. Ja, das war nicht dein kompletter Name. Doch. Du heißt Dragon Diana 8. Ja. Ja, jeder muss wissen, dass du 8 Jahre alt bist. Sorry. So. Das wollte ich echt nicht verraten. So, das letzte Mal haben wir die Makrozone hinter uns gebracht und jetzt geht's zum Gruseln, rechtzeitig zu Halloween in die Pumpkin-Zone. Halloween ist doch schon vorbei. Psst. Das muss ja nicht jeder wissen. Und wir werden gleich mal von dieser Jason-Maske hier mit einem Messer im Kopf begrüßt. Ist das nicht schön? Oh ja, was für schöne Nachbarn man hat. Mhm. So, diese Bälle interessieren mich nicht. Autsch. Ich hab ganz auf dieses Vieh vergessen. Dieser Gamecube-Controller, ich schwör's. Ja, es ist der Gamecube-Controller. Ja, es ist der Controller. Es ist halt nicht einfach ein Spiel, das original ein Steuerkreuz hatte, mit einem Joystick zu spielen. Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Eine andere Alternative wäre halt der Gameboy-Player am Super Nintendo, den habe ich noch nicht ausprobiert. Wow. Super, kaum ist ein Gast dabei. Ja, stelle ich mich toll an, Wahnsinn. So, ich mach doch gar nichts, ich habe keine Controller in der Hand. Wisst ihr was, tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Du musst schon warten, bis der Penner da unten ist. Wisst ihr was, tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Ja, das ist natürlich am schönsten, gell? So, jetzt warte mal, bis da unten ist. Boing, so. Meine Güte, das Spiel ist nicht schwer. Ja, aber du bist so ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig. Oh, du willst aber sofort weiterspringen. Kein Wunder, dass du dann eins auf die Fresse kriegst. Alles Gute kommt von oben. Ich sag mal Hallo zu Dracula. Hallo. Ah ja, da oben war da ja noch was. Na, was? Wie? Wie zum Geier? Die Flügelspitze. Pff, ja, sicher. Davon stirbt Mario. Wie war das? Tun wir so, als ob das nie passiert wäre? So. Nochmal sage ich nicht Hallo zu Dracula. Er ist ein gemeiner Kerl. Er hat seine Haustiere nicht unter Kontrolle. Ja, dafür kriege ich zwar kein Item, aber bitte. Tja. Zweites Level. Friedhof. Was sind das denn für Gesichter? Keine Ahnung. Habe ich mich als Kind auch immer gefragt. Power-up, bitte, Spiel. Danke. Also ich weiß, diese Schirme sind irgendwie... Wow. Kann man da drauf springen? Ich würde es nicht machen. Zu spät. Hey, alles für die Wissenschaft. Jetzt wissen wir es. Also ich weiß, diese Schirme da, das entspringen einer... Oder haben halt mit der japanischen Mythologie zu tun oder japanischen Geistern oder irgendwas. Hm. Also ein Experte bin ich da jetzt auch nicht, dass ich dir sagen könnte, was die genau sind. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß nur, dass die halt immer wieder in Animes vorkommen, wo es um Geister geht. Also wenn es da irgendwie Geister oder Dämonen vorkommen, dann kommen die da vor. Ich fühle mich übrigens gerade sehr unwohl ohne Power-Up. Ja, das ist klar. Aber okay, es ist ein Horror-Level. Man soll sich unwohl fühlen. Okay, warum sind diese Fische keine Skelette? Ich dachte, es ist eine Horrorwelt. Ja, gute Frage. Warum sammle ich immer noch Geld? Ich bin reich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das süß, dieser Geist, wenn du zu ihm umdrehst. Was für ein Gesicht er machen. Ja. Wie ein Hund ein bisschen. Ja. Ja, das ist der gemeine Trick. Ich hab das auch nicht. So, und jetzt komme ich natürlich nicht hier runter. Das ist herrlich. Ach ja, da musst du groß sein für einen. Ja. Das ist gemein. War das eine Karte? Ha, war die sack ich ein. So, und hier muss man Geduld haben. Mhm. Wenn ich da durchschwimme, werde ich getroffen. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, ja, ist hier ein Stern drinnen. Ja, ich habe ein paar Leben aufzuholen.
Gut, ich habe die Leben alle wieder drin. Aber die Sache ist, ich höre halt die Musik nicht, deswegen weiß ich nicht, wann der Stern zu Ende ist. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube jetzt mal, dass das die Musik ist. Ein Geist, Goomba! Ja. Warum es nicht mehr davon gibt, ich bin sicher, Mario hat mehr als einen oder zwei fertig gemacht. Ja, ganz klar. Ham, 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 ham. Es gibt nichts Halloween-mäßigeres als Karotten. Ja wirklich, wieso schnitzen die Leute da und Kürbisse? Warum nicht mal Karotten? Schaut doch sicher auch cool aus. Eine berechtigte Frage, ja. Es gibt halt zu viele Karottenrassisten auf der Welt. Die armen Karotten. Ja. Nur weil sie so klein und dünn sind. Bitte denkt an die Karotten. So, hier gibt es etwas, was ich zeigen möchte. Und das wäre... Das wäre ein Glitch, auf den ich als Kind draufgekommen bin. Allerdings muss ich dafür mal den Geist hier ein bisschen weglocken. Der natürlich die Geschwindigkeit einer Schnecke hat. Der war wahrscheinlich im frühen Leben eine Schnecke. So. An dieser Stelle habe ich mich immer gewundert, hä, ist da vielleicht irgendwas unten? Hab mich geduckt. Na? Und es passiert nichts. Moment. Das gibt's ja jetzt nicht, oder? Geht es jetzt wirklich nur am Gameboy? Ja, nein, oder? Doch. Ups. Was hast du jetzt gemacht? Gezoomt. Ah, 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 ah! Geht doch! Na bitte! Ja, und jetzt haben wir hier Plattformen, die nicht hier sein sollten und Stacheln, die uns nicht wehtun. Witzig. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich habe runtergedrückt. B. Wenn die Kamera dann rüberrückt. Ah ja. Und das ist immer randommäßig. Also manchmal sind hier drei Stacheln, manchmal ist nur ein Stachel. Die Wand ist auch nicht solide. Also keine Ahnung, was das ist. Ah, verflucht. Naja. Aber wie gesagt, das habe ich nicht irgendwo nachgesehen, sondern das habe ich wirklich selbst entdeckt als Kind. Wenn man das viel spielt, dann kommt man schon auf viele Sachen. Mhm. Und jetzt, schnapp den Item! Welches wirst du kriegen? Welches wirst du kriegen? Ich war noch nie gut in diesem Spiel, habe ich das schon mal erwähnt. Bom, 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 bom. Fail. Fail, ja. Das weiß ich selbst, danke. Du vergisst das auch so gerne, deshalb erinnere ich dich gerne dran. Was ist das denn? Naja, in unsauberen Wohnungen laufen Lurche herum, in schmutzigen Geisterhäusern halt nur die Lurchschwänze. Nein! Igitt. Ich bin sicher, wenn man es mit Karotten und Pfeffer kocht, dann wären sie wieder in Ordnung. Ja, ich weiß auch nicht. Ich möchte das lieber nicht probieren. Ja, ich auch nicht, aber ich sag nur, vielleicht gibt es ja einen Koch, der experimentierfreudig ist und das mal ausprobieren möchte. Außer dir. Kommen wir dann jetzt nicht zur Hexe? Ja, genau. Das ist jetzt schon das Boss-Level. So, hier unten gibt's Bonussachen wie Münzen und so, aber das ignoriere ich jetzt. Du musst eh mal deine Münzen. Ja, ich habe eh genug Münzen. So, und wir sind schon beim Endgegner. Wahnsinn, nicht mal 10 Minuten haben wir für diese Zone gebraucht, aber ich zeige ja die ganzen Ausgänge auch noch. Der Endgegner hier, du hast es eigentlich schon verraten, die Hexe, aber nicht irgendeine Hexe, sondern sie hat einen sehr spezifischen Namen. Das ist die heiße Hexe. Unter heiße Hexe verstehe ich allerdings was anderes. Ja. Ups. Tja. Wenn man springen möchte und der Sprungknopf nicht funktioniert. Zack. Und sie ist weg. Ja. Wobei ich auch sagen muss, das ist eigentlich noch mitunter einer der schwersten Gegner, weil da oben sind ja die Stacheln und wenn man zu hoch springt, dann wird man getroffen. Erstens das und wenn sie das Feuer unter einem dieser Kessel entfacht, dann springt dieser Deckel nach oben und wenn man auf diesem Deckel ist, dann wird man gegen die Stacheln geschleudert. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Aber, wie versprochen, wir gehen jetzt nochmal hinein, trotz der vierten Münze. Denn es gibt hier zwei Geheimgänge. Einen hier, und das wird wahrscheinlich das Schwierigere werden. Weil ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich
nicht eine Feuerblume brauche dafür. Hm. Sind nicht eine? Ich weiß nicht mehr genau. Hier oben nicht, nein, hier auch nicht. Ich hoffe mal einfach, dass ich groß bleibe bis dorthin. Vorsicht. Feuer! Meine Güte. Okay. Ich weiß auch nicht, was das für Viecher sind. Irgendwie Roboterzyklopen oder so. Naja, mit. Weiß ich nicht. Hallo Fisch. Seid froh, dass ihr da unten seid. Sie wollt nicht wissen, was da oben abgeht. Ich glaube, die checken ihr eigenes Leben. Das sowieso. So, komm mal weg da. Danke. Wenn man sich umdreht, also wenn man sich zu ihnen umdreht, dann schauen sie so traurig dran, aber es ist so niedlich. Entweder kneifen sie das Gesicht zusammen oder sie halten sich die Hände vor, ich weiß nicht. So. Ah, da ist eine Frage. So, die Kunst wird jetzt sein, die auch zu behalten. Mhm. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht mehr, was mich jetzt da unten erwartet. Aber hier unten ist eine Röhre irgendwo. Ah, da unten, gell? Ja. Ah nein, nicht eine Röhre, einfach nur ein Durchgang. Oh Gott. Okay, Fisch ist mal aus dem Weg. Stachel fliegt auch früh genug weg. Ein bisschen nervös. Ah, okay, ich hätte nur groß sein müssen, ja. Naja, weiß man nicht. Ja, ich habe es nicht mehr so genau gewusst, ob die für Feuerblume waren, diese Blöcke, oder einfach nur für einen Drehsprung, aber okay, jetzt wissen wir es. Naja, sicher, sicher. So, der hält mich auch nicht auf. Und episch betreten wir die Bonuswelt Nummer 1. Ah, das ist diese Plattform da. Mhm. So, und wenn ich mich recht entsinne, ich habe mich nämlich einmal gefragt, ob sie nicht irgendwo... Ah, doch, nein, das ist eine andere. Ja, ein Münzbonus-Level. Aber die guten Beobachter unter euch werden sicher festgestellt haben, wenn ihr mal auf meinen Münzen-Counter seht, ich brauche das nicht. Ups, ich will da drüber. So. Also, du willst ja gar nicht rein. So, ich glaube nämlich, das ist der Bereich, von dem ich gesprochen habe. Das mit dem Stern damals? Ja. Wo ich geglaubt habe, das mit den Koopas war das mit dem Stern. Ah ja, in der. Ich glaube, das ist es. Ja, genau. Na bitte. Ich habe doch gewusst, hier gibt's sowas. Ich habe nur verwechselt. Die Koopas laufen sogar alle zu dir. Mhm. Und Level up. Oh, nochmal. Yay. Na bitte, ich bin ungefähr viermal gestorben jetzt in dieser Zone, aber ich habe mehr Leben, als ich angefangen habe. Super. So, auch hier gibt's einen Geheimgang. Da weiß ich, da brauche ich jetzt die Karotte dafür. War das nicht dieser Bereich über dem Dracula? Nein, das ist nicht das Level mit dem Dracula. Ach so. Das ist das Level mit dem Glitch. Ach so. Das habe ich zurückgesehen. Ich dachte, da beim Dracula, da war ja auch irgendwie so eine Plattform oben. Dachte ich, da wäre auch was. Boing, boing, boing. Ich bin der Osterhase. Zu Halloween. In der Weihnachtszeit. Naja, du in Amerika, wo Halloween ja ganz groß gefeiert wird, da verkleiden sich die Leute auch als nicht so gruselige Figuren, sag ich mal. Oh, ist ja dann langweilig. Okay, da ist eine Plattform. Einfach weil ich es kann. Gleich nochmal. Hui! Hier abspringen, hier landen. Ups. Na egal. Und hier ist Ausgang Nummer 2. Und wo landen wir dann? Da oben. Wenn ich mich recht entsinne, ist das sogar ein recht schwieriges Bonus-Level. Ja. Oh, ja. Pizza sind nur. Das Bonus-Level kann ich mich auch nicht erinnern. So, das Leben ist mir mein Leben nicht wert. Eieiei.
machen wir es einfach. So. Und tschüss. So. Ja, also. Ja. Oh je. Nervtötend und schwierig. Die beste Kombination. Bräuchte man da nicht eine Karotte am besten? Ja. Ah, du kannst. Ich probier's nochmal. Okay. Muss ein Geist. So. Jetzt wieder, ja. So. Zweiter Versuch. Finde ich irgendwie schon blöd, dass ich dafür extra nochmal in die Tür rein muss, aber bitte. Ja. So, jetzt bin ich nämlich mit Karotte bewaffnet. Viel einfacher wird's davon nicht, aber. Zumindest der nervige Teil bleibt mir erspart. So, und wenn man die vollblumt, wird man damit belohnt, dass man sich hier selbst den Weg verbauen kann. Mhm. Herrlich. So, hier kann man stehen. Danke, Cooper, dass du uns darauf aufmerksam machst. Ja, ich bevorzuge in diesem Level die Karotte. Ja, vor allem dafür. Ja, das war mal blöd. Hallo, Goomba. Tschüss, Goomba. Hallo, Goomba. Tschüss, Goomba. Hallo, Goomba. Ich hasse dich. Hallo, Goomba. Tschüss, Goomba. Seit wann können Osterhasen eigentlich fliegen? Seit wann kann Dumbo fliegen? Film? Ja, eben. Wir spielen hier Mario. Dahinter fragen wir die Logik nicht. So, das war's. Damit ist auch die Pumpkin Zone zu 100% abgeschlossen. Wenn man die erste Bonus-Stage hinter sich bringt, dann beginnen die Augen des Totenkopfs zu leuchten. Und wie ihr jetzt sehen könnt, mit dem zweiten Bonus-Level abgeschlossen, haben wir jetzt tanzende Geister. Nicht die Augen vom Totenkopf leuchten, sondern vom Kürbis da oben. Ist doch ein Totenkopf. Ja, aber der leuchtet schon die ganze Zeit. Die Augen waren vorhin noch nicht da. Die Augen ganz oben vom Kürbis. Ja, entweder das eine oder das andere. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hinaus, denn wir haben es zu 100% abgeschlossen. Ja, und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über Feedback. Das nächste Mal betreten wir diese lustige Höhle da hinten, wo eine Statue draufsteht, die mir irgendwie bekannt vorkommt. Aber ich weiß nicht so recht, was es darstellen soll. Schwierige Frage. Naja, wir werden schon früh genug draufkommen. Übrigens, wenn sie schon da ist, kann ich auch gleich erwähnen, es gibt einen guten Grund, dass Dragon Diana heute dabei war. Sie wird nämlich ab und zu in einer neuen Serie dabei sein. In einer Art Kampf der Geschlechter, wo wir uns in verschiedenen Spielen duellieren werden oder gemeinsam spielen werden, was auch immer. Ich freue mich schon sehr drauf. Das klang sehr enthusiastisch. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Ich hoffe, es sind wieder alle dabei. Ich bin ich und nicht er, aber... Es ist doch egal. Hallo, auf meinem Kanal wird nicht geflucht. Auf jeden Fall passt auf euch auf. Ciao, ciao. Tschüss.